Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls mit mir, dem Nick. Zurück in Anor Londo, was eigentlich nur den Grund hat, daher der Schmied ist, der mir die Sense auf plus 10 bringt, weil er die großen Scherben verkauft. Gar nicht so günstig, darum haben wir auch 135.000 Seelen. Wenn wir jetzt natürlich 200 sterben, wäre richtig ärgerlich. Da wäre der Seelencounter mal ganz, ganz schnell ziemlich weit oben. Soll ich an dem jetzt vorbeirennen? Das ist eine kluge Idee. Oh, klappt sogar. Oh. Drachentöterpfeil. Jawohl. Die kann ich dann auch gleich verschießen. Ziemlich geile Dinge. So, erstmal zum Schmied. Sense upgraden. What's that? Shiny, shiny. Shiny, shiny. I make weapons shiny. I make weapon bling bling. My heart shiny shiny. I make weapon shiny. Ja, er spricht von kristallisieren, das heißt, wir können sie nicht mehr reparieren. Der Grundschaden wird aber höher. So, wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Wo ist das denn? Großsense? Ich weiß jetzt nicht, wie viele große Scherben wir noch brauchen. Ich kaufe einfach mal, ja, 11. Und ja, wir brauchen bestimmt noch 11, weil wir den Schild ja auch noch aufwerten müssen. Großsense auf 8, auf 9, auf 10. Aber jetzt das Ganze, könnten wir jetzt natürlich kristallisieren. Oder zu Blitz machen. Oder zur Lebensjagdsense machen, wenn wir die Seele von Priscilla noch hätten. Haben wir aber nicht mehr. Und wo kann ich das jetzt aufwerten? Auf plus 15? Auf plus 11? Oder kann der das nicht? Kann das nur André von Astora? Ernsthaft jetzt? Oh Mann, ihr macht mich fertig. Kann der das echt nicht? Na, dann halt wieder zu André von Astora. Wenn der das jetzt auch nicht kann, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Jawohl, der macht es. Zu plus 11. So, schauen wir mal, ob wir es noch weitermachen können. Einer geht noch, jawohl. Und jetzt brauchen wir graue Brocken. Und zwar 5 Stück. Die kann man natürlich nicht so leicht kaufen. Jetzt möchte ich, dass der mir mein Schild verstärkt. Kleine Scherbe. Machen wir das mal. Ein Schild verstärken bringt eigentlich nichts, außer eine erhöhte Haltung. Das heißt, beim Blocken verliert man weniger Ausdauer. Mehr bringt das nicht. Sollte man sich klar sein, wenn man das macht. Zählt mir noch.
Jetzt fehlen mir echt noch große Scherben, ne? Kann ja echt nicht wahr sein. So, dann gucken wir mal, ob die Sense schon mehr Schaden macht als das Katana. Weil die Sense ist ja erst auf 11. 198 B-Skalierung. 220 B-Skalierung und E. Heißt also... Oh ne. Auch schon auf 12. Heißt, wir machen definitiv mehr Schaden mit der Sense jetzt. Sieht auch ein bisschen geiler aus, finde ich. Vor allem mit Havels Rüstung. Und jetzt natürlich auch den Schild. Der blockt aber nicht komplett physischen Schaden ab. Der hat jetzt den Vorteil, dass wir die zweihändig führen können, die Sense. Und unsere Ausdauer so schnell hochgeht. Das ist echt der Hammer. Und jetzt müssen wir graue Brocken farmen. Und ich sag's ja echt nicht gern. Aber jetzt geht's nach Neulondo. Da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Aber so ist das nun mal. Die Dinger farmen wir in Neulondo am besten. Jetzt muss ich aber erstmal Menschlichkeit nehmen. Das überspringe ich natürlich jetzt. So, und zwar brauchen wir genau 12. Das hat folgenden Grund. Jetzt können wir das hier nämlich noch zweimal entfachen. Da wir die Kunst des Entfachens gelernt haben, können wir uns jetzt 20 Heiltränke holen, was einiges erleichtert. Zum Beispiel die vier Könige von Neulondo. Da das ja das einzige Leuchtfeuer ist. So, jetzt möchte ich ganz gerne Pfeile haben und Heimkehrknochen. Jetzt können wir auch gleich mal die Sense in Action erleben. Richtig geile Reichweite, hoher Schaden, zeichnet das einfach aus. Ja, das ist schon richtig übel. Vor allem die Reichweite. Und in Kombination mit dem Graswappenschild auch sehr häufig einsetzbar mit dem starken Angriff. Was extrem geil ist. Ja, auf Wiedersehen. Na komm her. Zehn Menschlichkeit übrigens darum, dass wir die grauen Brocken einfach schneller farmen. Weil dann droppen halt mehr Sachen. Weil sonst flippe ich aus, wenn ich da jetzt 10 Stunden unten bin und töte die Viecher. Diese Dark Wraiths lassen die fallen. Und da droppt nichts, da flippe ich dann aus. So, die verkauft nämlich Heimkehrknochen. Da brauche ich ein paar. Wie viel Menschlichkeit verkauft die? Eine? Na komm, nimm mit. Und Pfeile natürlich. Und da ich die Schnauze voll habe von billigen Standardpfeilen, spielen wir jetzt nur noch mit großen Pfeilen. Und ich dachte, man könnte auch 10er-Schritte machen. Ah, jetzt. Das nächste, was sich auffällt, ist der Bogen. Das muss auch noch, definitiv. Den können wir auch mal wieder auswählen. Der Faresbogen skaliert übrigens S mit Geschicklichkeit, was natürlich immens geil ist. Allerdings nur für einen, der über 40 gehen wird. Und das tue ich nicht. Also, wie gesagt, für alle Chars, die über 40 Geschicklichkeit haben, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert.
den Faresbogen zu benutzen anstatt den Langbogen. Aber ansonsten ist der Langbogen vom Grundschaden höher, wenn man jetzt nicht gerade über 40 Beweglichkeit geht. Ich trage die Sense eigentlich immer zweihändig. Und da der Graswappenschild den Effekt auch hat, wenn er auf dem Rücken liegt, ist das natürlich der klügste Schild, den man nehmen kann dafür. Und jetzt geht's nach Neulondo. Juhu. Ich freue mich. Haben wir noch Wanderflüche? Die brauchen wir nämlich. Wie groß das Feuer jetzt ist. Also Ziel ist jetzt natürlich, die Sense auf plus 15 zu bringen. Das Schild vielleicht noch auf plus 10. Und den Bogen, wenn es geht, auf plus 10 bzw. plus 14, wenn ich denn so lange farme. Kommt darauf an, wie die Teile droppen. Ich habe leider nicht den goldenen Schlangenring, sonst würde ich den anziehen. Der erhöht nämlich die Dropshots, den gab es in Sans Festung. Den habe ich irgendwie übersprungen. Den habe ich nicht mitgenommen. Obwohl der eigentlich sehr wichtig ist. Vor allem fürs Farmen. Ah, bin ich glücklich. Ich habe mal eine neue Waffe. Oh, ich hatte das Katana wahrscheinlich schon angekotzt. 50 Folgen lang dieses hässliche Ding. Moment, das hatte ich ja ab Folge 3 oder 4 hatte ich es ja schon. Es geht ja auch eigentlich relativ schnell. So, unser Ziel ist jetzt natürlich nur die Darkgraves zu killen, weil die lassen graue Brocken fallen. Und ich glaube auch zu einer ganz kleinen prozentigen Wahrscheinlichkeit graue Schollen, was wir dann auf plus 15 brauchen. Wäre natürlich gut, wenn die fallen lassen würden. Sonst müssen wir, aber den hätte ich sowieso gemacht, noch einen optionalen Boss legen. Im Untotenasyl. Oh, ich liebe die Sense, ne? Diese Reichweite. Unbezahlbar. So, jetzt mit dem Hebel. Dann fahren wir gleich runter und erlegen die. Ich hoffe mal, die lassen ein bisschen mehr fallen. Weil ich habe das mal probiert mit meinem Stärkecharakter und das hat ewig gedauert. Wenn es mir zu lange dauert, dann mache ich hier wieder das Off-Speed. Damit ihr da nicht alles sehen müsst. Weil es halt echt nervig ist. Na, dann komm mal raus. Dann zeige ich dir mal meine geile neue Waffe, die dich Two-Hit macht. Oh, ich spiele aber auch gerade mit dem Feuer. Ich glaube, ich nehme sie doch einhändig hier. Aber zweihändig ist es halt Two-Hit, ne? So, wie ist jetzt die klügste Farmroute? Wo sind die meisten? Oder wie viele sind hier überhaupt? So viel lassen die jetzt gar nicht fallen. Ist da hinten noch einer? Oh ja, tatsächlich. Da ist keiner mehr. Ich brauche jetzt erstmal eine Farmroute, die ich dann immer wieder absolviere.
Mit 10 Menschlichkeit soll das eigentlich recht fix gehen, 5 Brocken zu farmen. Oh. Ja, da war ich kurz vorm Abnippeln. So, grauer Brocken. Jawohl. So hätte ich das gern. Das ist wahrscheinlich keiner. Eine gezackte Geisterklinge. Ach du Scheiße. Stirb. Sag mal. Ja, hallo? Sauerei. Also einen Brocken haben wir schon mal. War's das schon? Ja, das war's schon. Na gut, ich denke, machen wir mal das. Also wenn ich pro Run einen Brocken kriege, ist es in Ordnung. Jetzt werde ich den Weg nach Neulondo kurz runtercutten, damit ihr das nicht immer sehen müsst, und dann sehen wir uns gleich beim Farmen wieder.